Das One Piece Kapitel 1110 trägt den Titel Sternschnuppen und bezieht sich hierbei eindeutig auf den großen Auftritt der Gorosei auf der Egghead-Insel. Trotz seiner relativ knappen Länge von nur 17 Seiten verspricht dieses Kapitel eine Fülle von intensiven Kämpfen, beeindruckenden Transformationen und der Enthüllung neuer Techniken. Diese atemberaubenden Ereignisse in diesem Kapitel werden von fesselnden Doppelseiten begleitet, die die Spannung rund um das Egghead-Finale weiter ansteigern. Besonders die Designs der erwachten Formen der Gorosei, die in diesem Kapitel präsentiert werden, versprechen ein visuelles Spektakel, das die Dringlichkeit von Egghead zu entkommen nur noch mehr verstärkt, denn Ruffy und Co. sind in allergrößter Not. Denn eines ist nach dem Kapitel definitiv offensichtlich, dass sich das Blatt in der Schlacht überraschend zugunsten der Marine gewendet hat. Das Kapitel wird zunächst von der neuen Coverstory begleitet, die sich weiterhin auf Wano Kuni konzentriert. Hier können wir sehen, wie Yamato durch Wano Kuni reist, genau wie ihr Idol Kozuki Oden es einst tat. Zum großen Thema Coverstory. Aktuell ist es die zweite Ausgabe, daher ist es aktuell auch etwas schwer einzuschätzen, wohin die Reise geht und was Oda mit dieser Geschichte, mit dieser Nebengeschichte vorhat. Doch aufgrund der Wichtigkeit Wano Kunis und der möglichen antiken Waffe Pluton, die unter Wano Kuni schlummert, und den ganzen möglichen Charakteren, die vielleicht ein Auge auf Wano Kuni geworfen haben, könnte die ganze Geschichte rund um die Coverstory noch höchst interessant werden. Das One Piece Kapitel 1110 beginnt damit, dass Charaktere wie Vizeadmiral Bluegrass, Bonnie, Frankie und Vegapunk Atlas auf die Sicht von schwarzem Blitzlicht von den fünf Ältesten reagieren, während die Riesen und die Pazifister weiterhin gegen die Marineschiffe kämpfen. Nach dieser kurzen, spektakulären Eröffnungsszene bekommen wir einen kurzen Schnitt zum Heiligen Land von Mary Jaw, wo der Raum der fünf Ältesten zu sehen ist, der übrigens leer ist, bis auf einen großen, brennenden, magischen Kreis, der den Boden schmückt. Und gerade bezüglich diesen, ich sag mal, kurzen Shot ins Heilige Land kam mir gerade die Idee, was ist, wenn man diesen magischen, brennenden Kreis auf gewisse Art und Weise zerstört bzw. löscht, könnte man die vier gerufenen Gorosei-Mitglieder zurückrufen, denn das wäre eine Möglichkeit, sie von Egghead zu vertreiben. Allerdings stellt sich hierbei gleichzeitig die Frage, welcher Charakter bzw. welche Person wäre derzeit in der Lage, diesen Bann, diesen magischen Kreis in diesen Raum zu zerstören. Mit noch 7 Minuten bis zur Weltankündigung von Dr. Vegapunk wird der Wissenschaftler auf dem Bildschirm dabei gesehen, wie er einen, ich sag mal, Vegapunk-Kaffee genießt. Doch die atemberaubende Spannung des Kapitels steigert sich immer mehr, als wir einen geschockten Ruffy sehen, wie er ausruft, dass es jetzt 5 Monster gibt, gefolgt von einer atemberaubenden und dramatischen, wirklich einer unglaublichen Doppelseite, auf der alle 5 Gorosei-Mitglieder zu sehen sind. Doch das wohl Beeindruckende an dieser unglaublichen Doppelseite ist der Punkt, dass alle 5 Gorosei-Mitglieder in ihren erwachten, ich sag mal, Yokai-Formen zu sehen sind. Yokai, einen Begriff, den wir derweil verwendet haben, um umgangssprachlich auf ihre noch unbekannten Transformationszustände zu verweisen, aufgrund der unglaublich interessanten Theorie, dass sie alle auf verschiedene Yokai-Folkloren basieren. Der Kriegsgott der Unterwelt, Sankt Markus Mars, ist ein riesiger und atemberaubender Vogel, während der Kriegsgott der Gerechtigkeit, Sankt Topman Vakür, ein riesiges Wildschwein mit 4 Haunern ist. Der Kriegsgott der Finanzen, Ifenbaron Nosyuro, ist ein atemberaubendes und wirklich cooles, skelettartiges Pferd, während der Kriegsgott der Landwirtschaft, Shepard Jupiter, ein riesiger, monströser Wurm ist. Und an dieser Stelle sollte man auch ein Lob an das Charakterdesign aussprechen. Alle Gorosei-Mitglieder sehen in ihren, ich sag jetzt mal, Zoan-Formen, vorsichtig ausgedrückt, atemberaubend aus. Es ist wirklich unglaublich, was Oda aus diesen 5 Gorosei-Mitgliedern gemacht hat. Anschließend folgt die Ausgabe Sankt Nosyuro, wie er sich in seine Hybridform, ähnlich einem Zentauren, verwandelt hat, beide Hände mit einem Schwert tragend, auf die Pazifister zustürmt. Eines der Schwerter wird ein schwarzes Schwert sein, er wird einige Pazifister besiegen, indem er ihren internen Schaltkreis einfriert und sie bewegungsunfähig macht. Nach dieser Szene und nach diesen Fähigkeiten, nach dem Angriff von dem Gorosei-Mitglied, muss ich direkt irgendwie an Brook denken. Klar, beide haben auf gewisse Art und Weise das Skelett als, ja, ich sag mal, Hauptmerkmal, doch des Weiteren scheint sie mit dem Tod ziemlich in Verbindung zu stehen, denn der Tod wird ja auch immer mal wieder mit Kälte oder auch mit dem Erfrieren in Verbindung gebracht. Denn sowohl Brook als auch Nosyuro scheinen beide mit dem Schwert dem Tod irgendwie, ja, entgegenzusteuern oder auch
Fähigkeiten mit dem Tod zu verbinden und das könnte höchst interessant werden. Vielleicht werden wir diesbezüglich noch weitere Fähigkeiten zu Gesicht bekommen. Das Gorosei-Mitglied Mars wird währenddessen einen Angriff auf die Laborphase starten, der mühelos Vegapunks Schutzbarriere durchbricht, die trotz des Eindringens aber intakt bleibt. Der heilige Jupiter wird unterirdisch graben, um Ruffy den Kampf mit Saturn zu überlassen. Anschließend folgt ein kurzer Schnitt, denn gemäß der nächsten Seiten wird Lysop schließlich einen Weg finden, die Thousand Sunny zum Stillstand zu bringen, indem er Bambusspeere errichtet. Sanji wird über eine Teleschnecke Kontakt zu allen aufnehmen und sie drängen, sofort zu evakuieren und Eckert zu verlassen und dabei nicht auf ihn und Ruffy zu warten. Denn auch Sanji ist hautnah Zeuge von dem, was sich im Zentrum der Eckert-Insel abspielt. Und er ist unglaublich schockiert über die magischen und unglaublichen Fähigkeiten der Gorosei-Mitglieder. Jinbei wird am Ort eintreffen, wo Zoro und Rob Lucci immer noch in einem Kampf verwickelt sind und Sanji informieren, dass die beiden allen anscheinend immer noch gegeneinander kämpfen. Die, ich sag mal, enttäuschte Antwort von Sanji wird Zoro in Rage versetzen. Trotz Rob Luckys neuer Technik wird er von Zoro schnell besiegt, der seine neue Technik ebenfalls einsetzt und damit ein für alle Mal klarstellt, dass er wohl der Sieger des Kampfes ist. Doch Achtung, die vorläufige Übersetzung von Zoros neuer Technik lautet Drei-Schwerter-Stil Raubtierjäger, aber hierbei sollten wir noch auf die offizielle Übersetzung warten, die Sonntag erscheinen wird und zwar auf der Manga Plus App oder auf der Webseite. Da könnt ihr die offizielle Übersetzung sowohl in Englisch als auch auf Deutsch lesen. Ja, wo fange ich an? Das große Thema Zoro gegen Rob Lucci. Im Vorfeld gab es natürlich heftige Diskussionen und auch teilweise Beschwerden, dass Zoro so lange gebraucht hat, um Rob Lucci zu besiegen. Allerdings muss ich sagen, Rob Lucci ist kein einfacher Gegner. Er wird viel zu oft von viel zu vielen Leuten unterschätzt. Er ist definitiv einer der mächtigsten Gegner überhaupt. Klar, er hat in der Vergangenheit gegen Ruffy verloren. Er hatte in Gear 5 allen Anschein nicht so wirklich die Chance mitzuhalten. Und Zoro hat jetzt so lange gebraucht. Allerdings... Klar, von den Kapiteln her war es ziemlich lange, doch in der Egghead-Zeit innerhalb dieses Bogens sind nur wenige Stunden vergangen, wenn überhaupt Stunden, und das sollte man auch hoch anrechnen. Das heißt, im Endeffekt war der Kampf zeitlich gesehen gar nicht so lange. Und ich sag mal so, man hat in den vorherigen Kapiteln eindeutig gesehen, dass Rob Lucci mit Zoro mithalten kann, auch wenn Zoro am Ende als Sieger deklariert wurde, sollte man hierbei von den größten Tönen und vom allergrößten Respekt gegenüber Rob Lucci sprechen. Er ist definitiv niemals zu unterschätzen und wird mit Sicherheit noch in der Zukunft für den ein oder anderen großen Moment sorgen. Der Fokus vom One Piece Kapitel 1110 wird dann nochmal zu Ruffy zurückkehren, wo er von Jupiter überrascht wird, der aus dem Boden auftaucht und ihn verschlingt. Obwohl es zunächst aussieht, als ob Ruffy ausweichen wird, wird er verschluckt. Doch glücklicherweise kommen die beiden Riesen, Boogie und Woogie, noch rechtzeitig und können eingreifen. Und mit einem neuen Angriff namens Slower Saw werden sie Jupiters Kopf abschlagen, um Ruffy zu befreien. Das Coole hierbei, hier wird die ikonische Schlussszene des Little Garden Arcs nochmal nachgestellt, um Jupiters Kopf abzuschlagen, um somit Ruffy zu befreien. Die zwar kurze, aber unvergessliche und atemberaubende One Piece Ausgabe endet damit, dass sich das Trio wieder vereint und begrüßt. Wobei das Kapitel am Ende Gott sei Dank behauptet, dass es nächste Woche keine Pause für den Manga geben wird. Und das, meine Freunde, bedeutet, nächste Woche geht die Action weiter und nächste Woche mit Kapitel 1111 können wir uns auf ein wirklich großes Kapitel freuen. Möglicherweise wird Zoro hier und da sogar in den Fokus geraten. Vielleicht wird es zu einem Showdown gegen das andere Gorosei-Mitglied mit dem Katana kommen. Wer weiß denn. Ich sag mal so, Kapitel 1111 könnte eine Hommage an Zoros Geburtstag, den 11.11. bedeuten. Es wäre zumindest cool. Des Weiteren können wir uns auf ein Finale vorbereiten, das die Welt noch nicht gesehen hat. Denn Ruffy scheint derweil in einer Lage zu sein, die, ja, ich sag mal, aussichtslos ist. Wir haben 5 Gorosei-Mitglieder, die sich jetzt auf Egghead verteilt haben, um ihre Ziele umzusetzen. Und Ruffy weiß aktuell nicht, wie er sie tatsächlich besiegen kann bzw. verwunden kann. Und das ist eine unglaublich schwierige Ausgangslage. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen zu den aktuellen One Piece Kapitel 1110? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Gotcha. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy.